Der NIO-Hersteller JAC Auto hat mit dem Vorverkauf seines kleinen elektrischen Fließheckmodells namens Yiwei 3 begonnen. Es steht auf einer neuen DI-Plattform und hat eine recht hohe Reichweite für seine Größe. Was der Yiwei 3 noch alles kann und wie viel der überhaupt kosten soll, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. JAC Auto ist ein staatliches Automobilunternehmen, das sowohl Personen- als auch Nutzfahrzeuge verkauft. JAC ist auch für die Herstellung von NIO-Autos im Hefei-Werk bekannt. Mit der Einführung des Yiwei 3 startet JAC eine neue Serie von Elektroautos, die sich an junge Kunden richtet. JAC-Vertreter nennen Yiwei lieber eine neue Marke, aber Yiwei-Fahrzeuge sind mit JAC-Emblemen gekennzeichnet. Es handelt sich also nicht wirklich um eine neue Automarke. Bis 2025 wird die Yiwei-Serie jedenfalls 4 Autos umfassen, den Yiwei 3, Yiwei 5, Yiwei X3 und Yiwei X5. Da können wir uns vorstellen, dass es namensrechtlich in Deutschland etwas schwierig wird, aber es ist ja auch noch nicht sicher, ob der überhaupt zu uns kommt. Und jetzt ist das erste Yiwei-Modell in China vorbestellbar. Der Yiwei 3 scheint ein starker neuer Konkurrent für Ora Funky Cat, BYD Seagull und Dolphin und Wuling Bingo zu sein. Natürlich hat er ein typisches und sogar total langweiliges Design, aber sein Antriebsstrang ist für das Segment recht gut. Auch das Innere des Yiwei 3 scheint viele interessante Vorteile zu haben. Und natürlich verfügt es über eine wettbewerbsfähige Preisspanne, die wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehen wird. Was das Außendesign des Yiwei 3 betrifft, so ist es eher von der Stange. Die meisten chinesischen kleinen Elektrofahrzeuge wie Ora Funky Cat oder Good Cat in China, Wuling Bingo oder Shangan Lumen haben fast 1:1 das gleiche Aussehen mit runden Scheinwerfern und runder Karosserieform. Aber der Yiwei 3 hat immerhin einige nette Features wie versenkbare Türgriffe oder ein kontrastierendes schwarzes Dach. Im Inneren sieht der Yiwei 3 überraschend gut aus, mit einem riesigen 15,6 Zoll Floating-Bildschirm mit Betriebssystem, das gemeinsam mit Huawei entwickelt wurde. Das Lenkrad des Yiwei 3 hat 2 Speichen und eine flache Unterseite, um mehr Platz für die Knie zu schaffen. Die Tasten am Lenkrad haben das gleiche Design wie das von NIO. JAC verwendet viele Komponenten aus anderen von ihnen hergestellten Autos. Hinter dem Lenkrad befindet sich eine digitale Instrumententafel, einen Mitteltunnel gibt es nicht. Stattdessen gibt es einen klappbaren Getränkehalter, ein Handy-Ladepad und eine Armlehne. Letztes Jahr fand das weltgrößte Elektroautotreffen auf der Messe Hannover statt, das Sexy Cars Event. Auf dem gab es offensichtlich vielerlei besondere Elektroautos, Podiumsdiskussionen, Bühnenauftritte und echt noch einen Haufen anderes interessantes Zeugs. Dieses Jahr wird es aber nochmal größer. Wir versuchen unseren Rekord vom letzten Jahr zu überbieten und da werde nicht nur ich dabei sein, sondern zum Beispiel auch Christopher von Carmaniac und andere Content Creator. Am 23. September 2023 gibt es auf dem To Be Fair elektrische Community Event nicht nur euren Lieblings-YouTuber, sondern auch viele familienfreundliche Aktivitäten, Verpflegung und Bühnenprogramm. Also verpasst auf keinen Fall das To Be Fair elektrische Community Event auf der Zeche Heinrich Robert in Hamm. Die Tickets dafür sind nicht mal wirklich teuer, aber ihr spart euch nochmal 5 Euro auf jedes Personenticket, wenn ihr beim Checkout den Code PROJECTDRIVE eingebt. Also schaut auf der Website www.elektrische-community.de vorbei, die verlinke ich euch aber auch in der Videobeschreibung. Auf dass wir den Rekord vom letzten Jahr brechen. Ich freue mich auf euch. Wie bereits erwähnt, ist der Yiwei 3 ein kompaktes Fließheckmodell, das für Großstädte entwickelt wurde. Er ist 4,02 Meter lang, 1,77 Meter breit und 1,56 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,62 Meter. Das Einstiegsmodell verfügt über einen 70 kW oder 95 PS starken Elektromotor und eine LFP-Batterie für eine Reichweite von 405 km. Die zweite Version verfügt über einen 100 kW oder 136 PS starken Elektromotor und eine Reichweite von 505 km. Darüber hinaus ist das Laden mit Gleichstrom möglich. Später plant JAC die Einführung einer Langstreckenversion mit Natriumbatterie für eine Reichweite von 600 km. Die Reichweitenangaben sind übrigens alle in CLTC angegeben. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 150 km/h abgeregelt.
Der JY3 verfügt über 6 Ausstattungsvarianten, 3 für jede Antriebsoption. Die Preisspanne für die ersten 3 Modelle liegt zwischen 13.000 und 14.600 Euro. Für die leistungsstärkere Version mit größerem Akku gibt es auch 3 Ausstattungsvarianten mit Preisen von 15.000 Euro bis 17.300 Euro. Derzeit ist der JY3 für nur 13 Euro vorbestellbar. Der offizielle Marktstart des JY3 ist im Juni geplant. Wenn euch das Fahrzeug interessiert, kann ich ein Auge drauf werfen. Wie gefällt euch der JY3? Wäre der was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao! Time for some